Okay, es geht los. Zumindest hoffe ich, dass es schnell losgeht, denn ich bin noch nicht wirklich vom Ranking her so, dass ich schnell. Oh, ich habe direkt ein Match gefunden. Sehr gut. Hoffentlich klappt das jetzt. Ich hatte vorhin tatsächlich ein paar Probleme. Also irgendwie mag Supreme Commander oder Forge Alliance Forever es nicht, wenn das Fenster, wenn das Spiel startet, nicht im Fokus ist. Was aber blöd ist, wenn man wartet, dass ein Spiel gefunden wird. Weil dann möchte man ja in der Zwischenzeit etwas anderes machen und hat dann nicht unbedingt das Fenster im Fokus. Da hatte ich nämlich das Problem, dass früher das Spiel geladen ist, ich aber nicht sehen konnte. Die OBS-Aufnahme konnte es aber sehen. Die hatte ich nämlich offen, weil ich gerade dann die Sachen eingestellt hatte. Dann musste ich das Spiel aufgeben, einfach weil ich nichts machen konnte. So, ihr müsstet jetzt jeden Moment auch was sehen. Da. Und je nachdem, wie viele Runden ihr spielen, bekommt ihr auch die Chance, mitzuspielen. Ihr müsst einfach nur den Forged Alliance Forever Client runterladen und ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit in der 1v1-Queue sein. So. Zwei. Wir haben einen Aeon gegen uns. Dann brauchen wir noch eine von denen. Okay, wir haben drei Richtungen, die wir abdecken müssen. Aber die Map ist relativ kompakt. Das ist schon mal gut. Ich glaube, unser Gegner hat einen schwächeren PC. Okay, hat auch ein Ranking von minus 400. Okay, ich schätze mal, dass dieses Game nicht mega lange dauern wird. Gibt es hier irgendwas zum Reclaimen? Nein, gar nicht. Krass. Falls er nicht wie ich ist und einfach nur deshalb noch. Also, ich hatte auch am Anfang noch einen negativen Score, weil ich vor. Ich glaube, 2014 habe ich auch schon mal Forge Alliance Forever runtergeladen, ein paar Runden gespielt, aber komplett verkackt gegen alles und jeden. So, pass auf, du gehst hier hin. Dann machen wir mal zwei Scouts. Und dann machst du schön Reclaim. Gehst hier hin. Noch ein Scout. Und noch ein Techniker. Du gehst hier lang. Dann machen wir noch einen Techniker, der in die Mitte geht. So, wo willst du hin? Du sollst. Also irgendwie ist Attack. Also teilweise sind die sehr komisch vom Pathfinding her. Der soll eigentlich Attack Move machen und alles aufsaugen, was unterwegs ist. Okay, wir haben. Oder? Nee, wir haben noch keinen Energy Stall. Ich hab die Reihenfolge verkackt. So schnell kann's gehen. Du gehst hier hin, du gehst hier hin. Hydrieren kann ich machen. Okay, das ist aber auch gerade so spielbar hier mit der Framerate. Das muss man leider anmerken. Okay, ich habe jetzt die Produktion gerade kurz mal ausgeschaltet. So, dich brauche ich gleich für das da. Wobei, wenn du jetzt fertig wirst. Hydro, ja, müsste gehen.
Okay, hier kommt noch gar nichts. Ich glaube, das ist wirklich ein Noob. Leute, was ist ein CPU-Limit? Das Problem ist wahrscheinlich, dass mein Gegner, dass da der PC schwächelt, weil es muss ja alles synchronisiert sein. So, jetzt sind wir im grünen Bereich. Jetzt kann ich anfangen zu produzieren. Zwar eine Dauerschleife bitte. Und du machst eine Dauerproduktion von Technikern. So eine Air Factory. So, können wir ihn ein bisschen ärgern? So, du kannst bis dahin gehen. Du blockierst mal da vorne alles. Macht das einen Unterschied, ob die oder... Nein, macht es nicht, weil da macht es Sinn, wenn die Air Factory sich darum kümmert, Scouts zu bauen und die Techniker. Hilfst du nämlich jetzt der, machst auch da weiter. Mal gucken, wie krass noobig ist der jetzt? Lässt er uns jetzt einfach die ganze Map übernehmen? Das Ding ist, ratingtechnisch wird mir das halt nichts bringen, das hier zu gewinnen, aber... Okay, irgendwas ist hier und tötet meinen... Wow, da ist tatsächlich mal eine Einheit. Ich bin beeindruckt. So, pass auf. Du machst den. Dann machen wir nämlich unseren ersten Extraktor auf Stufe 2. Ich hoffe, damit übernehmen wir uns jetzt nicht. Hier ist gar nichts. Jetzt wirklich kein Profi, mit dem wir es zu tun haben. Zwei Land, ein Luft. So, pass auf, ihr geht hier rüber. So, dann kannst du nämlich den wieder aufbauen. Wir haben den ersten Extraktor auf T2. So, ihr helft mal kurz denen. Wir haben hier noch ein paar Techniker. Aber gerade die Rohstoffe nochmal in den Schneeball investieren. Haben wir noch inzwischen schon unser zweites
Ach shit, ich hab den nicht auf. So, jetzt ist der auf Dauerschleife. Zu welchem Jahr ist das Game? 2006 ist auf jeden Fall das Add-on. Ich glaube, weiß nicht, ob das Original 2006 oder 2007 war. So, pass auf, ihr sichert mal bitte die Mitte. So, wir bauen eine weitere Fabrik. Genauer gesagt sogar zwei. Mit zwei Generatoren. So, sammeln wir mal das ganze Reclaim-Zeug aus. Auf. Wenn er mir schon das hier feedet, dann sollte ich das auch nutzen. Du übernimmst den Extraktor. So, pass auf, wenn der so rumnoobt, dann gehe ich auf Bomber. So, schauen wir uns das mal an. Was hat er denn Schönes? Nichts. Was macht er? Er upgradet. Dann sollten wir gucken, dass wir möglichst schnell das hier beenden. Und noch irgendwie. Schlimme Sachen passieren. So, Techniker, bitte einmal hier die Factory supporten. Ein paar können auch auf die hier gehen. Die hier unterstützt das. Ja, das Game hat auf jeden Fall PCs zum Glühen gebracht. Tut es teilweise auch jetzt noch, weil es einfach. Ja, also ich meine, die Community arbeitet noch dran, so wie ich das mitkriege, aber einige Replays, wenn du da teilweise 7 gegen 7 hast und dann sich ein paar tausend Flugzeuge am Betteln sind, das merkst du. Wir brauchen viel mehr Energie. Luftstreitkräfte fordern leider sehr viel Energie im Bau. Das ist einfach so. So, pass auf. Ihr geht dahin. Ihr rückt dahin vor. Wir haben noch. Genau, wir haben noch so ein Teil hier. Bringt aber nichts, wenn wir nicht die Energie haben für ein Radar. Ihr hört mal kurz auf, sonst haben wir gleich einen Energy Stall. Das geht gar nicht. Wir brauchen viel, viel mehr Energie. Haben wir wieder einen. Das
So, wir brauchen auf jeden Fall nochmal einen Scout. Ich will wissen, ob er immer noch da ist. Ihr geht in die Mitte, ihr geht dahin, ihr geht hierhin. Wie auch immer er immer die Truppen da vorbei sneakt. Also vorhin hatte ich tatsächlich mal eine Runde mit einem 500er, gegen den ich sogar eine Stunde durchgehalten habe, wobei ich glaube, er hat das Game auch nicht so richtig ernst genommen. Also er hat mir einfach auch zwei Experimentals gefeedet. So, das ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Fehler ist, der auf der Skillstufe schon passieren sollte. So, Bomber gehen schon mal dahin. Meine mobile Luftabwehr fängt das ab, sehr gut. So, 17 Bomber. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wie viel Damage machen die? Ich weiß nicht, ob das reicht um eine ACU. Ja, er hat die T2-Verteidigung. Da ist der Commander. Alle drauf. Let's go. Nee, das ist nicht normal mit der Synchronisierung. Das ist so... dass das so kacke läuft. So, er ist auf halb. Noch ein Bombing Run sollte das erledigen. Na, nicht ganz. Kommt, Leute. GG. Also das ist leider jetzt nicht sehr repräsentativ gewesen, wie hektisch es sonst werden kann. So, jetzt ist die Frage... Das ist aber krass, also das Ding ist, wenn man sich das jetzt anguckt, wir waren vom Grafen ja gar nicht mehr so krass. Er hat einfach die... Ich glaube, er hat einfach seine Prioritäten falsch gesetzt. Das ist einfach dieser... das Problem. Es gibt eine Build-Order für die ersten 10 Gebäude, die du baust. Der musst du einigermaßen folgen. Wobei es auch da Variationen gibt. Weil sonst gehen die Rohstoffe aus, du kriegst nichts mehr fertig gebaut in der Zeit, du verlierst irgendwie 2 Minuten und das snowballt einfach total hart. Aber danach kannst du einfach nicht mehr nach einer Build-Order spielen. So, wir gehen wieder in die Queue. Es sind 2 Leute in der Warteschlange und 5 aktive Spiele. Also jetzt ist eure Chance. Es werden alle 90 Sekunden wird geguckt, ob er ein Spiel mit einem einigermaßen vernünftigen Matchup machen kann, wobei ich nicht weiß, was da die Range ist unter normalen Umständen. Also ich habe, wie gesagt, vorhin gegen den 500er gespielt mit selber einer Wertung von 200. Und jetzt war ich gerade aber mit jemandem, der hat einfach mal minus 400. Also ich hatte so eine Schätzung 500 Unterschied, ist das so die Schmerzgrenze, aber das ist anscheinend zumindest dann relaxed, wenn einer der beiden negativ hat, weil sonst, gut, irgendwann hast du sonst im Negativen ja gar keine Chance mehr, dich wieder hochzuspielen. So, 8 Sekunden, bis ein Match erstellt wird, aber ich glaube nicht, dass der andere Typ in der Warteschlange jemand ist. Nee, der dürfte nicht in meiner Skill Range sein. Mit 90%iger Wahrscheinlichkeit ist der besser als ich. Einmal kurz auf mein Profil gucken. Ja, jetzt habe ich eine 219er Wertung. Aber irgendwie funktionieren die Statistiken von Forge Alliance Forever für mich noch nicht. Also irgendwie sind die bei mir alle leer.
Und die Achievements, die das, der Client hat, haben auch alle noch keinen Progress. Ich weiß nicht, ob sich das vielleicht nur einmal täglich aktualisiert. Würde Sinn ergeben, aber da ist jemand Drittes in der Warteschlange. Seht ihr jetzt nicht, weil ihr den Client nicht seht, aber da ist jemand Drittes. Aber ist es jemand, der mit uns matchen kann? Oder swiped der Client gleich? Wie ist das bei Tinder? Swipet man nach links oder nach rechts, wenn man mit jemandem gematcht werden will? Ich kann es euch nicht sagen. 20 Sekunden, dann wissen wir es. Die anderen zwei hat er gematcht. Jetzt bin ich allein in der Warteschlange, also jetzt ist eure Chance. Falls sich jemand schnell das Spiel und Forge Alliance Forever ziehen will. 28 Sekunden auf der Uhr. Ich bin immer noch alleine hier. Das heißt, das Game etwas dead ist. Nee, eigentlich nicht. Aber ich glaube, die Sportler spielen nicht unbedingt ranked. Beziehungsweise die Leute müssen ja auch im gleichen Skillsegment sein wie du. Also auf Steam, ich habe die Tage geguckt, hat es tatsächlich, glaube ich, so im Laufe der Woche so durchschnittlich 1200 Spieler. Und das sind nur die, die auf Steam sind. Ich glaube, das sind jetzt inzwischen aber alle, weil ich glaube, Forge Alliance Forever erfordert jetzt, dass du Steam oder GOG den Account verlinkst. Das mussten die jetzt irgendwie machen. Ich glaube, weil sonst hätten sie aber irgendwie Ärger mit dem Publisher bekommen oder so. Also sie müssen feststellen, dass deine Kopie legitim ist. Ich habe es nämlich mal mit dem geistigen Nachfolger Planetary Annihilation verglichen. Der war aber nur bei 260 Spielern in der Woche, also im Durchschnitt. Und dafür, dass Planetary Annihilation neuer ist, das war ja mein Punkt, warum. Also in dem Video, warum Planetary Annihilation da nicht so funktioniert hat. Ist jemand in der Warteschlange? Apropos, das Video... Das Jüngste mit dem Thema RTS. Ich weiß nicht, was, warum, aber aus irgendeinem Grund trägt das Ding gerade einen richtigen Schub, weil es in der Google-Suche anscheinend ich weiß nicht für welche Begriffe, aber es ist in der Google-Suche etabliert. Im Moment kriege ich hier 200 bis 200, teilweise sogar 300 Aufrufe die Stunde seit heute Morgen um 7 Uhr. Da hat sich einfach heute die Aufrufzahl verdoppelt. Sogar mehr inzwischen. Das sind dann Momente, wo ich mich frage, was macht der Algorithmus eigentlich? Weil das kommt nicht von YouTube. Wie gesagt, jetzt habe ich irgendwie 60-70% Artenspiel gefunden. Aufrufe von außerhalb. Ich glaube, die generieren auch keine Impressionen. Das ist natürlich der Nachteil. Das heißt, der Schneeball, mal sehen, wie lange der im Rollen bleibt. Wobei ich glaube, Google-Suchergebnisse dürften ein bisschen beständiger sein als YouTube-Feeds. Weil wenn da einmal der Ofen aus ist, dann bleibt der auch eigentlich immer aus. Boah, und startet nur dreien. Und wir spielen gegen einen anderen UEF. Minus 72, das dürfte schon mal näher dran sein an dem, was wir brauchen. Wie sieht die Map? Okay, die Map ist... Nee, es ist nicht die gleiche. So, du holst den. Dann nutzen wir ihn für Reclaim. Huch, nein! Ich will nicht die Fabrik upgraden. Dafür ist es noch zu früh. Nimm das Upgrade raus, verdammt!
So, du gehst da in die Richtung. Gehst hier hin. So, wir brauchen noch ein Scout-Vehikel. Und da nehmen wir einmal ein Reset. Und probieren mal da was. So. Wir haben aber gleich einen Mass-Doll, wenn. Hier, reclaim bitte. Moment, das sind alles. Hier, das Zeug ist. So, du patrouillierst hier. Du patrouillierst hier. Du patrouillierst hier. So, dann versuchst du bitte das hier zu claimen. Du produzierst hiermit. Okay, wir sehen viel zu wenig von unserem Gegner. Das heißt, er dürfte auch nicht. Also, wenn du wirklich jetzt nach 4 Minuten Ingame-Zeit auf der Uhr noch gar nichts gesehen hast von deinem Gegner, dann hast du halt auch wirklich keine Probleme. Weil der turtelt. Ja, das gibt ja auch einen Bonus hier, wenn du die Sachen nebeneinander baust. Hat aber auch den Nachteil, dass du Kettenreaktionen haben könntest. So, dich machen wir weiter. So, hier haben wir. Da ist der Commander. Ich bin beeindruckt. Aber da er nicht scoutet, bin ich glatt versucht zu sagen, wir gehen auch hier wieder auf Bomber. Genau, snipe mal bitte den Techniker da. Wie ist die Reichweite? Sehr gut. Nein, 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 nicht das. Der geht schon auf T2 hoch. So, mal gucken, was er so an seiner Base hat. Ich rechne damit, dass es nicht viel ist.
Da, er hat versucht, eine Punktverteidigung zu bauen. Was? Jetzt, ja, jetzt kommt er hier mit seiner ACU hin. Das ist gerade maximal easy. Bin mal gespannt, ob wir heute Abend noch einen, etwas Spannenderes kriegen. Ich glaube, die ACU kann ich von Natur aus nicht sehen auf dem Radar. Ja, hat Techniker, aber hat nichts, was sie schützt. So, ihr geht mal darüber. Wen soll diese Punktverteidigung abwehren? Jetzt mal ganz ehrlich, die zeigt irgendwo nach da drüben. Also eine Flak hätte ich verstanden, aber... Ja, er investiert viel zu viel in Dev. Das funktioniert schlicht nicht. Ja, snack die dir ruhig. Komm ruhig raus. Das war es nämlich jetzt. Er ist komplett exposed. Und er versucht gar nicht zu fliehen. Kann jemand Russisch? Weiß jemand, was das bedeutet? Ist das GG oder hat er mich gerade beleidigt? Ja, hier, das ist eine sehr klare Kurve. Den Anfang, die Build-Order scheint er drauf zu haben. Der Anfang ist ziemlich identisch und dann geht es hier schön. Boah, hier habe ich auch noch einen schönen Spike. Huch. Und er hat direkt wieder ein Spiel gefunden. Da waren nämlich schon drei in der Warteschlange und er hat jetzt mich mit jemand anderem gematcht. Mal sehen, ob das ein bisschen spannender wird. Habe ich überlegt tatsächlich im Moment, ob ich wirklich mal so einen RTS-Abend etablieren soll für den Stream. Also ob es Siedler 3, Siedler 4, das hier oder auch Age of Empires ist. Wow, wo geht bitte die Kamera hin? Da, hier und... Ja, den anderen brauchen wir nicht. Den kann auch ein Techniker holen. So, das hier ist ein bisschen... Ah.
Also ich würde behaupten, wir wollen das Zentrum der Karte sichern. Der Rest ist grün, aber nicht ganz so krass. Das ist falsch, was ich gerade gemacht habe. Okay, wir haben es mit einem 386er zu tun. Das heißt, da dürfte schon mal ein bisschen mehr Gegenwehr kommen. Schon gewonnen hast, ist noch zu früh zu fragen. Ja, wie gesagt, der hat ein höheres Rating als ich. Also das ist definitiv keiner, der diese Anfängerfehler gemacht, die wir gerade beobachten konnten. Die Ecke, da müssen wir sichern. Da ist ein Techniker, den können wir snipen. Sein Energieverbrauch ist zu hoch. Okay, jetzt seltsamerweise nicht mehr. Da ist das Build-Rate-Verhältnis anscheinend ein anderes. Okay, gut, der ist auch fertig. So, das sicherst du. Ah, wir können... Ah, Mist, wir können hier keinen Bonus ausnutzen. Das ist schade. Okay, hier ist generell total scheiße zum Bauen. So, das Radar kostet mich praktisch nichts an Rohstoffen. Das wollen wir dann auch haben. Du fängst an zu produzieren. So, du gibst mir Vision nach da oben, bitte. So, wir schieben den Punkt mal gerade nach hier drüben. Der claimt aber auch nicht viel. Also wenn seine Base da ist, dann würde ich meinen, dass er hier versucht, sich vielleicht auf seiner Seite zu halten. Gib mir mal ein Radar hier drüben. Hier geht's los. Was macht er in seiner Base? Hat nichts an Luft. Also gar nichts.
glaube, ich habe ihn über... Ich könnte ihn überschätzt haben. Tonung liegt auf könnte, das ist noch nicht entschieden. So, aber wenn du mir Reclaim feeden möchtest, dann werde ich dich nicht davon abhalten. Also eine Besonderheit von Supreme Commander ist, dass man feindliche Einheiten, bis die ganzen Sachen hier, Bäume, Felsen, von allem kann man den Materialwert wieder beanspruchen. Okay, dann steht gerade ein Stall. Das sollte sich aber lösen, sobald der hier... Genau, der ist jetzt auf T2. Was bedeutet, wir können auch direkt hier noch eine Fabrik bauen. Die bauen wir wieder auf. So, hier haben wir eine Punktverteidigung. Die sollte zumindest den Ingenieur... Ja, so. Shit. Terrain. Das ist sowas, was mich noch ziemlich nervt. So, da wir hier einen T2er haben, sollten wir vielleicht den mal beschützen. Das ist, glaube ich, auch ein ziemlicher Kack-Move, den ich hier mache, aber... Hier dürfte ich sogar damit durchkommen. So, pass auf. Sollen wir wieder auf Luft gehen? Ich glaube, das könnte sich lohnen. So, du kannst den mal reclaimen und dann kommst du wieder zurück. So, das wird uns jetzt sehr viel Energie kosten. So, du produzierst hiermit. Das machen wir so. Für ab Dezember irgendein Wintergame. Hast du Vorschläge? Boah, ich habe noch so einen alten, Adventskalender. Das ist, der ist mir, den habe ich als Kind immer gehabt. Ich muss mal gucken, ob der noch läuft. Aber ich glaube, das hat nicht so viel Mehrwert, wenn ich das hochlade. So, du gehst auf Bomber, du auch. Ja, wie erwartet, das kostet uns sehr viel Energie. Du gehst mal kurz scouten. Hm? Wow, er hat sogar mal ein Anti-Air. Aber wir haben seinen Commander nicht gesehen. Was hat er hier drüben?
Okay, er upgradet sich. Hat er auch eine Landfabrik. Wir bleiben beim Plan Bomber. Ich schaffe sogar noch tatsächlich, dass ich zu viele Ingenieure habe. Ich weiß nie, was ich mit denen alles machen soll, weil meine Eco das nicht hergibt. Aber einer von euch kann mal das hier claimen, hier drüben. Dann upgradet ihr auch. Welches Teil schickt jetzt bitte hier seine Sachen rüber? Der Sammelpunkt hier geht darüber. Ich habe 8 Bomber. Okay, er hat ein Geschütz da vorne. Lassen wir mal im Glauben, dass er uns hier gerade voll an den Eiern hat. Geht nicht weiter hier hin, ihr geht hier hin. Er geht voll auf Ground. Weil er hat ja noch nichts hier hingeschickt. Er weiß nicht, was ich mache. Er hat nichts gescoutet. Er hat mir gleich nichts entgegenzusetzen hier, wenn ich mit meinem Bomber ankomme. 14 Stück. Eine mobile Flugabwehr. Die sollten wir gleich direkt ausschalten. Aber ansonsten. Okay, das gibt mein Energievorrat nicht her, dass ich das machen kann. Okay. So, ihr geht rüber. Ihr seid nicht der Hauptangriff. Ihr wollt nur einfach nur nicht mehr seine Anti-Air finden. Da, er hat Flugzeuge. Aber nur 2. Aber er baut taktische Raketenabwehr. So, lasst ihn nicht entkommen, Boys. So, attack ihn. Auf jeden Fall haben wir seine Feuerbasis da vorne zerstört. Aber ich glaube, das war's auch jetzt. 2400.
Finde mir den Commander. Das bringen wir jetzt zu Ende. Schreibe einfach jetzt schon GG, weil ich so arrogant bin. Wo ist der Commander? Hier. Was soll ich sein tolles Kraftwerk zerstören? Aber wir waren uns... Das finde ich so krass. Das sagt nichts aus einfach. Also der Score sagt nichts aus. Mass in, da bin ich definitiv vorne. Energy in hatte... Ja, er hat zu viel Energie gebaut. Total Build. Er hat mehr Kills bekommen. Aber das hat ihm nicht geholfen. So, updaten Sie mein Profil direkt jetzt. Hat mich jetzt schon auf global 259 und 1296 hochgestuft. Krass. So, 5 Leute sind in der Warteschlange. Und in 50 Sekunden werden die nächsten Matches gemacht. Aber zum Thema totes Spiel, ne? Wir haben gerade 12 Leute in der Warteschlange für 3 gegen 3 und 5 aktive Spiele. Und 13 Leute in der Warteschlange für 4 gegen 4. Plus noch die ganzen Custom-Lobbys. Wenn ich mir das so angucke, sind hier auch mindestens nochmal 30 Spieler. Also man kann schon Game finden. Sechs in der Warteschlange, 15 Sekunden. Okay, er hat 2 Leute gematcht, aber er hat nichts für mich gefunden. Okay, ein 500er. Das könnte ein bisschen heftiger sein. Was haben wir hier? Wir brauchen wieder ein paar Pärchen hier. So, du gehst da drüben hin. Gehst hier in die Mitte. Ich glaube, ich muss mit 3 Energiegeneratoren anfangen. Zumindest, wenn ich es so mache. Smooth ist das noch nicht, was ich hier mache. Da. Und dann machen wir den.
Mal tendenziell ein bisschen mehr Energie. Du kümmerst dich darum. Ist auf jeden Fall etwas. Ich vermute mal, es ist ein Techniker. Techniker, die wir unbedingt snipen sollten. Unknown Unit. Sogar ein paar Panz. War das nicht eine UEF-Einheit, die er da hatte? Aber er spielt Cybern. Okay, dann machen wir eben. Huch, ich habe noch eine Landfabrik. Cute. Okay. Ist in Ordnung. Das Ding wehrt sich nicht. Wieso wehrt es sich nicht? Masse hoch. Wir gucken, was er in seiner Base hat. Da ist der Commander. Wieso will er ausgerechnet da stehen? Das ist sogar relativ. Darüber. Du machst eine Base. So, ihr blockiert bitte den komplette Schlucht. Verlege ich nämlich jetzt meinen Commander. Da drüben contestet er ganz schön.
Der geht dahin. Okay, Mastall. Sollte sich aber gleich von selber lösen. Aber die werden nämlich jetzt zu T2ern. Geht mal dahin und claimt das. Die sind da lang gelaufen, ne? Müssen wir kurz hier helfen. Der Commander ist hier. Verdammt, nicht. Bomber machen, nicht. Ich verwechsel die ständig. Was natürlich total für mich spricht. Nein, nicht den T2er! So, der Rest geht hier lang. So, ich brauche viel mehr. An Bodentruppen. Aber wir haben schon die Chance, sie wegzubomben. Ich habe keinen Bock, mein Skin zu schauen. Was ist das denn? Das ist Verrat. So, ich glaube, die Verteidigung dürfte eben nicht so viel gebracht haben. Okay, irgendwas hat hier gerade richtig. Hat der Artillerie? Jetzt schon? Egal. Mehr.
speede ich ihm aber gerade Kills. Das ist nicht gut. Zerstört bloß diese Punktverteidigung. Deine Stimme ist zu leise und das Spiel zu laut. Commander under attack. Commander under attack. Leute, ihr solltet auch eigentlich das Teil hier wegbomben. Das ist die HGLG-Demo. Offensichtlich, ja. Sieht voll geil aus, ne? Ich hasse das, wenn er manchmal einfach nicht speichert, dass er Dauer produzieren soll. So, kann er jetzt bitte aufhören, hier seine T2-Verteidigung zu spammen? Ich muss das hier bald für mich entscheiden, weil sonst outtacht er mich. Das Waffen-Upgrade. Wir ziehen uns ein bisschen zurück. Alle Techniker hier rüber. Ich brauche sehr viel Bildpower. So, wir gehen auf T2. Weil sonst sind wir die letzte Zeit hier gewesen. Jetzt hat er taktische Raketen. Point Defense, Radar.
Ich will das Gun Upgrade. So, ein paar von euch gehen bitte mal reclaim. Moment. Sieht es nicht mega gut aus. Macht mal ein paar Aufklärungsflüge. Ich will wissen, was ich damit zu tun habe. So, wo ist jetzt der T2er, der gerade entstanden ist? Da. Und das Ding braucht Radar, um effektiv zu sein. Oder auch nicht. Sind das taktische Raketen? Ja, sieht so aus, als wären das taktische Raketen gewesen. Koordinierter Angriff. Nagis hat ja schon sein Gun-Upgrade. Okay, wir wollen einen Schildgenerator. Und diesen Schildgenerator, sonst ist dieser Kampf gleich vorbei. Hoch. Commander under attack.
ist der Commander irgendwo hier. Also der feindliche. Okay, selbst mit dem Upgrade ist das gerade maximal schlimm. Nee, ich hätte das gewinnen können, aber das snowballt gerade in die falsche Richtung. Ich habe jetzt sogar T-Tech, doch wieder Tech 2 verloren. Ich wüsste gerne, wo die ACU von ihm ist. Hier. Er ist dort. Okay, Zeit für Angriffsmuster Suizid. Ich habe das Kanonen-Upgrade, aber das wird alleine nicht so viel bringen. Zumindest nicht, wenn seine ACU es auch hat. Und außerdem hat er auch noch seine Einheiten dort. Kann ich Overcharge vorbereiten, dass ich wenigstens das nutzen kann? Commander under attack. Nee. Commander under attack. GG. So viel zur Strähne. Aber da er auch die doppelte Wertung von mir hatte, ging das Spiel auch davon aus, dass ich hier deutlich unterlegen sein dürfte. Und dann ist das nächste Spiel gefunden. Oh, gegen ihn haben wir doch vorhin schon gespielt. Nee, aber Hidoka, ich glaube, gegen ihn habe ich das Ein-Stunden-Spiel gehabt. Dass ich dann nach einer Stunde aufgeben musste, weil das einfach nicht mehr tragbar war. Also ich war einfach nicht mehr in der Lage, mich zu erholen. Hier der Berg. Ist ein Ding, weil hier vorne eine Basis bringt halt gar nichts. Man muss hier irgendwie den Berg sichern. So, einmal hier das Zeug aufsaugen.
Und danach machst du den hier. So, wir wollen direkt schon mal diese Position hier sichern. Mit. Ich glaube, ich brauche echt dieses Ding, das mir der Cursor auch anzeigt, wie hoch die einzelnen Gebiete sind. Wir haben zu viel Masse. Pass auf, du snackst dir den aber nicht. Na, wenn das mal kein Terrain-Vorteil ist hier. Aber er hat's gesehen. Er ist gefühlt jetzt schon überall.
spawnen. Könnten die vielleicht auch mal wirklich dranbleiben und nicht immer die Hälfte leben lassen? Hier rüber. Ihr holt euch das Zeug. Mal assisten bitte. Den. Das ist aber auch nicht gut, wenn wir hier einen Energy Stall haben. Muss die Steine. Ja, ich weiß. Das machen die hier auch. Aber ich muss die Masse ja auch ausgeben können. T2er. So, wir gucken, ob wir da ein bisschen seine Masse stören können. Ja, fucking wohl. So, das heißt... Wir brauchen Energie und ein Schild. Hier neu.
So, wir gehen auf eine T2-Landfabrik. Die sollten echt... Meine Fresse. Ingenieur. Ich bräuchte irgendwas, was mir die Ingenieure stärker hervorhebt, to be honest. So, pass auf. Ihr macht mal kurz Pause. So, ihr geht... Genau, machen wir mal ein paar Gatling-Bots. Du wirst jetzt auch fertig. Wenn es der ist, und ich glaube, es ist er, dann spielt er auch sehr defensiv. Ingenieure irgendwo. Du gehst hoch. Nee, warte, das ist HQ. Das ist auch ein bisschen irritierend, dass sie mit Fafia diese Teilung gemacht haben in das HQ und dann in die Subfabriken, die aber nichts selber können. Reclaim mal das ganze Zeug. Wir brauchen die Masse schon einigermaßen dringend. Warum ist der T2-Engine nicht hierher gekommen? Mach mal eine Raketenabwehr, nur für den Fall. Und dann machst du einen Schild. Einen Generator und Flak. So. Punktabwehr, so rum. Oh, kannst du bitte die Idle separieren? So, aber er hat noch T1er.
Okay, aber er hat hier die Raketen. Wobei meine Gatling-Bots, wenn ich seine ACU ausfindig machen könnte, glaube ich sogar schon ihn töten könnten. Ich meine, die Gatling-Bots wären relativ gut darin. Aber ich glaube, das hier gewinne ich nicht. Also mein Gegner spielt gerade mit mir. Da. Tötet ihn. Das haut nie im Leben hin. Commander under attack. Muss irgendwie seine ACU snipen, das ist das Einzige, was ich noch tun kann. Raketenwerfer bringt mir, glaube ich, nicht so viel. Naja, das ich versuche, glaube ich, gerade mit taktischen Raketen zu überwältigen.
Aber das ist ein... Das ist nur ein T1er. Sollte der nicht Ports machen? Doch, macht er. Fünfzehn Gunships. Aber damit kriege ich das nicht hin. ACU zu sprengen. Zumindest nicht, wenn sie irgendwo ist, wo sie auch geschützt wäre. Glaube jetzt oder nie. Ja, ja, komm, komm. Ja, das hättest du ein bisschen ernster nehmen müssen. Hat die ja da auch einfach gar nicht bewegt, ne? Er hätte die einfach nur irgendwo hier platzieren müssen. Er hat ja auch Schildgeneratoren gehabt. Gut, so T2 Gunships sind schon heftig, aber let's be honest, ich hatte eigentlich kein Recht, das hier zu gewinnen. So, jemand meinte gerade, das Spiel wäre ein bisschen zu laut. So, pass auf. So. Ja, er hatte die ganze Zeit Vorsprung. Der hat mich praktisch gewinnen lassen. Das Problem ist, es wird halt auch nicht besser. Ich habe einfach echt ein Problem damit, zu expandieren, aber gleichzeitig auch das Gebiet ordentlich zu schützen, was ich halte, und dann auch noch schön hochzutechen. Aber man hat auf der anderen Seite gesehen, ich habe oft einfach auch nicht meine ganzen Rohstoffe einsetzen können. Also eigentlich muss ich noch größenwahnsinniger spielen. So, es sind zwei Leute in der Warteschlange. Die Frage ist nur, ist das jemand, der ungefähr in meinem Bereich ist? Ah, wir sind sogar ziemlich ähnlich. Ach du Scheiße, liegen die ja mal kacke. Also das ist ja mal gerade nur schlimm, wie die platziert sind.
wir jede Menge kostenloses Reclaim da drüben. Okay, aber da, der hat einen Assault-Bot da. Ich glaube, er wird tendenziell hier hin wollen. Hallo? Zeig mir, was er vorhat. Hier ein Radar. Du assistest hier. Du kommst hier rüber. So, jetzt gehst du hin und clearst mal hier den ganzen Shit. Und dann bringen wir nämlich hier nach dem Scout diese Fabrik auf T2. Ich glaube, könnte die falsche Reihenfolge sein, aber okay. Du hilfst ihr, du hilfst ihr.
mehr Energie. Ja, was macht die? Wieso kämpft die Luftabwehrkanone mit? Cyber-T1-Anti-Air kann auch gegen Bodeneinheiten eingesetzt werden. Super! Ich glaube, das hier kann ich jetzt schon knicken. Das hier ist gerade nicht mehr drin. Commander under attack. So, finden wir auf die Stelle noch eine Runde oder lassen wir es dabei? Er hat ein Spiel gefunden, ist das jetzt wieder der gleiche? Jo, ist der gleiche. Ey, die liegen schon wieder so scheiße. Wo ist der andere Ingenieur hin?
gerade sagen, triffst du auch was? Haben wir ein Problem. Sind die Scouts hier gelandet? So, mal sehen, ob wir ihn gleich mit ein paar Bombern einschüchtern können. Wäre aber wichtig, dass wir die Masse Vorkommen wieder kriegen.
überhaupt irgendwas jetzt abgeworfen bei den Run? Sich seiner Luftabwehr. Und er baut seine Generatoren dicht an dicht. Das scheint ihn einzuschüchtern. Wollen wir doch mal sehen. Ah, war schon T2. So, wir zerstören mal eben seine Masse-Extraktoren. Das ist total clever, wenn ich ihn jetzt meine Sachen dafür zerstören lasse. Leute, seid doch mal ein bisschen intelligent hier. Hat mein Bomber gerade meinen eigenen Ingenieur zerstört? Bin ich hier ausschließlich von Inkompetenz umgeben?
Der macht nichts an Flugeinheiten, also brauche ich auch keine Luftabwehr. Dahin. So, jetzt hat er auch selber die Flugzeuge zugelegt. Jetzt, wo ich die Flugabwehr rausgenommen habe. Was fliegst du für ein komisches Angriffsmanöver? Hier ist aber auch auf nichts Verlass. Ja, und der AT-2. Commander under attack. Ja, nee. Das ist eine Abwehrspirale, aus der ich nicht mehr rauskomme. Commander under attack. Also man sieht, ich habe noch eine Menge zu lernen. Aber ich bin irgendwie gerade doch im RTS-Fieber, seitdem ich das Video gemacht habe. Und ich hierfür Gameplay gesammelt habe. Ja, ich muss mich da echt noch reinfinden, weil meine Start-Build-Order ist immer noch nicht perfektioniert. Ich habe viel zu lange gebraucht, um zu merken, wie ich das hier kontere. Anyway, aber das reicht auch für heute. Ich danke fürs Dabeisein. Und wir sehen uns dann irgendwann mal wieder. Bis dahin.